Weil vor circa 10 Jahren gab es die große Lehman-Pleite. Seitdem hat sich so der Kapitalmarkt geändert. Was haben Sie für Erfahrungen damit gemacht? Wir sehen die Probleme dann zeitverzögert in der juristischen Bearbeitung. Wir können jetzt aber rückblickend auf 10 Jahre feststellen, dass sich der Kapitalmarkt dramatisch gewandelt hat im Bereich der geschlossenen Fonds, die wir in den letzten Jahren verstärkt bearbeitet haben, können wir feststellen, dass die Anzahl der Produktgeber, die Anzahl der Vertriebe und letztlich auch die Anzahl der Anleger dramatisch zurückgegangen ist, bedingt auch durch gesetzliche Vorgaben, die infolge der Lehman-Krise die Zügel angezogen haben. Was beobachten Sie jetzt aufgrund der Lehman-Pleite in den letzten Jahren? Die Entwicklung, wie ist die jetzt gelaufen? Also wir haben festgestellt, dass Lehman ein großer Einschnitt war. Der Gesetzgeber hat das Thema ja auch aufgenommen und nach 2008 viele Regulierungen, die den Markt an die Zügel, an die Kandare nehmen, abgesetzt. Das betrifft die Produktgeber, das betrifft die Vertriebe und das wirkt sich auch in der Praxis der Anleger aus. Die haben heute ganz andere Produkte im Zugriff als noch vor 10 Jahren. Die Produkte haben auch eine ganz andere Qualität. Im Bereich der geschlossenen Fonds beispielsweise sind die Fonds heute tendenziell eher auf wirkliche Rendite ausgerichtet. Früher waren Fonds oftmals unter dem Gesichtspunkt der Steuervorteile an das Publikum gegangen. Wir haben festgestellt, dass der Markt ausweicht auf andere neue Produkte. Mittelstandsanleihen war jetzt viele Jahre lang ein Thema. Es wird vielleicht zu beobachten sein, dass die Kommanditgesellschaft weniger angeboten wird. Der Gesetzgeber sieht die Möglichkeit vor, sogenannte Investment-Aktiengesellschaften zu kreieren. Bislang gibt es dort keinen Anbieter. Das wird interessant sein für den Anleger in der Zukunft, solche Produkte zu erwerben, da sie ihm eine ganz andere Transparenz verschaffen und eine ganz andere Sicherheit. In der täglichen Praxis haben wir natürlich mit den Produkten der Vergangenheit zu tun, also noch die klassische Kommanditgesellschaft, die als Steuersparmodell konzipiert war, oder die Mittelstandsanleihe oder das Direktinvestment. Man kann sagen, die Arbeit geht nicht aus. Die Arbeit in dem Bereich wird nicht ausgehen. Man muss auch sagen, die Produkte werden immer besser. Ist immer ein positiver Aspekt.